Du Links ist schon zu Hause für mich, Freunde. Nach 2 Monaten Legacy of a Duelist und keine Du Links Videos mehr, muss ich wirklich sagen, ich hab's schon ein bisschen vermisst. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich komplett raus bin. Ich habe, wie gesagt, seit der Weltmeisterschaft nichts mehr gespielt oder kaum noch was gespielt und die ganzen Events und neuen Boxen und so nicht mitbekommen. Das letzte, was ich mitbekommen habe, ich zeige euch ganz kurz mal mein Deck. Das letzte Deck, was ich mir gebaut habe, ne, irgendwie, war dieses Ritualmonster-Deck. Und das letzte, was, den letzten Charakter, den ich freigeschalten habe, war aus GX. Es soll ja bald die neue Staffel kommen, auch hier in Duel Links, ne? Hier, Jaden Jubel. Ne, Jaden Jubel war der, den ich als letztes freigeschalten habe und mit einem sehr interessanten und speziellen Deck, was überhaupt nicht im Quickplay oder im Autoplay funktioniert. Und zwar ist es dieses Ritualmonster-Deck. Wahrscheinlich fehlen mir da auch noch einige Karten. Ich glaube, Vertrag mit der Unterwelt und so fehlen mir noch und so. Aber I don't know, ich muss ganz ehrlich sein mit euch, ich fühle das Deck überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das Deck weit geschafft hat. Ja, ich bin wieder Noob, Leute. Ich bin wieder Noob. Ich war mal fast King of Games und jetzt bin ich wieder Noob. Nach 2 Monaten Inaktivität. Aber das ist doch okay. Dann gehen wir eben zusammen wieder den Weg bis ganz nach oben. So, na, es kommt eine neue Welt zum letzten Film. Okay. Das ist interessant. In 2 Tagen kommt Dark Side of Dimensions. Ah, das ist ja interessant. Ist das ein, also das ist ein Yu-Gi-Oh! Film, nehme ich an. Und dazu gibt's dann eine neue Welt? Also, so wie hier? Eine neue Serie? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ha, huh. Interesting. Surprise, motherfucker. Oh, Foxy Bell, dankeschön. Yo, dankeschön für den Sub. Glückwunsch an Executive Cookie. Für den Sub von der lieben Foxy Bell. Freunde. Habt ihr Empfehlungen für mich, was ich machen kann? Ihr dürft mir das gerne hier reinschreiben, ne? Was ihr euch wünscht, was ihr für Decks sehen wollt, was gerade der neue heiße Scheiß ist, was ich unbedingt noch reinziehen soll, von wegen irgendwelchen Events oder keine Ahnung, kann man was Character hier freischalten? Jubel? Es gibt ein Jubel-Event schon wieder? Empfohlene Belohnungen. Oh, der schwarze Regenbogendrache. Also der Regenbogen-Finsternis-Drache. Raviel, Herr der Phantome? War das nicht Obelisk aus GX oder so? Da, den kann man gerade gewinnen im Event. Visionheld und Plasma-Krieger Itom. Aha. Die gewaltige Sonne. Also, das ist ja mal interessant. Also ich habe gerade das Gefühl, dass ich 2 Jahre nicht mehr Duel Links gespielt habe. Gut, was war denn mein letztes relativ erfolgreiches Deck? Ich glaube, war es mit Bandit Keith? Ich glaube, es war mit Bandit Keith. Desperados. Desperados war das Deck, was auf der Weltmeisterschaft gespielt wurde. Desperado mit Neos, ne? Hier, Barrel Dragon, Pistolendrache. Mit der BM4 Sprengspinne. Das Ding wurde auf der Weltmeisterschaft gespielt. Zusammen mit 6 Samurai und, was wurde noch gespielt? Subterror. Right. Subterror, 6 Samurai und Barrel Dragon. Die 3 Decks wurden quasi gespielt an der Weltmeisterschaft und haben auch eine Rolle gespielt im Finale. Und da kam einfach der neue Weltmeister, Leute. Gebt euch das mal. Und hat hier drin den Zeitzauberer reingeballert. Und mit dem Zeitzauberer hat er einfach den Gegner mit den 6 Samurai, mit dem Perfect Setup, weggesprengt. Es war insane! Das Finale, by the way. Wer es nicht gesehen hat, sollte unbedingt auf Instagram folgen, denn da mache ich immer mal wieder solche Stories. Und da war auch das Finale zu sehen, unter anderem, wo alle Leute in der Crowd komplett ausgerastet sind. Aber gut,
Ja, mal gucken, ob die Barrel Dragons es immer noch hinbekommen, im Autoduell zu gewinnen. Kannst ja das aktuellste Event machen. Okay, wir gucken mal ins Event rein. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Würfelding. Ne? Da habe ich 2-3 Mal gewürfelt, als ich kurz reinkam, um zu sehen, was es für ein Event ist. Aber ja, jetzt weiß ich auch, was es zu gewinnen gibt. Alter, guckt euch dieses Deck an, Mann. Das ist so OP. Wenn der jetzt zerstört wird, ne? Dann kommt der andere Desperado raus. Alter. Ich weiß, ist Desperado immer noch so krass? Ist Desperado immer noch so fucking OP? Das ist wirklich ein starkes Deck, Mann. Oh, genau, das wollte ich auch noch gucken, ob wir mittlerweile neue Dingenses haben hier. Neue Boxen. Okay, ich glaube Curse, ich glaube das haben wir, ja genau, das habe ich auch noch mitbekommen. Das war doch das mit den ganzen Ritualen, ne? Ja, genau. Das ist genau das, was ich noch gesehen habe, als ich aufgehört habe. Und da habe ich sogar alle Uhr erst gezogen. Und jetzt gab es ein neues Cyber Rebellion. Nee, davon habe ich auch schon eine Karte. Den Cyberdrachen habe ich davon auch schon. Oh, das ist interesting. Ah, hiervon habe ich diesen Nixon-Rüstungsding. Okay, das ist, glaube ich, ja, kann es sein, dass die genau oder relativ zeitnah rauskamen, weil... Okay, dann habe ich scheinbar das letzte Pack doch noch mitbekommen, ne? Wir können uns 6 Packs holen, wenn wir wollen, aber ehrlich gesagt, ich spare lieber mal, weil... I don't know, wir brauchen nicht wirklich was. Valhalla Calling... Ist es ein neues? Was zum Teufel ist das? Odin, der Vater der Asen. Alter, der hat uns in Legacy of the Duel List richtig krass die Suppe versalzen. Maskierter Held Dain. Ruf der Schicksalsdame, Lanze. Aha, Sternenfresser. Ist das ein... Hä, aber das ist keine neue... Doch, das ist eine neue Box, oder? Hä, warum ist die da nicht hier? Ach, hier aktuell. Ach, lol, ich bin so dumm. Ey, kaum spielst du das Spiel nicht mehr, kannst du nicht mal mehr das, kannst du nicht mal mehr die Dingens hier unterscheiden. Sollen wir da mal was aufmachen? Lohnt sich das Pack, Leute? Das stärkste Deck ist momentan ist Dark Lords. Echt? Dark Lords? Warum? Dark Lords ist doch schon länger draußen und das ist nicht so crazy, oder? Event ist aber morgen schon vorbei, muss also schnell sein. Okay, ich glaube nicht, dass sich das Event wieder lohnt, ey, ganz ehrlich. Die neue ist Valhalla Calling. Ja, die 2 Boxen kamen relativ schnell. Diese eine UR-Zauberkarte hat das Dark Lord Deck zum besten, zum besten im Duel Links gemacht. Ruf der Schicksalsdame, oder wie? Oder welche? Synchro... Verbannung der Finsterlords. Füge deiner Hand eine Finsterlord-Karte von deinem Deck hinzu. Außer Verbannung der Finsterlord. Du kannst nur eine Verbannung der Finsterlord pro Spielzug aktivieren. Die? Morgen kommt die neue Welt. Oh, morgen? Ey, dann bin ich ja passend zum Re-Release. Ne? Dann bin ich ja passend hier. Interessant. Banishment of the Dark Lords. Oh, wow, okay. Das ist aber interessant. Warum? Ja, komm, dann machen wir eben ein kleines Pack-Opening hier, weil wir noch gar nichts von diesem Pack gesehen haben. Ja, das Cover sieht ziemlich schön aus, muss man sagen. Oh, das nordische Ungeheuer. Oh, diese nordischen Karten, Alter. Uff. Wattlibelle. Die sieht auch sehr interessant. Oh. Alright, seid ihr ready, Freunde? Seid ihr ready? Oh! Der Schrottdrache!
eine UR, keine Ahnung, ob die gut ist, aber es ist eine UR aus den ersten Packs. Von daher kann man das mal machen. So, let's go. Rüstungsbrecher, Otomi und super flinker Mega-Hamster. Alter, what? The hell? Blumen-Karzian, Mega-Gras mit Schädelpier. What? Ein normales Monster vom Typ Krieger. Warum release man sowas in Duel Links? Ein 3-Sterne-Monster mit 900 ATK. Was ist das für ein Dreck, Junge? Marsch gegen Ragnarök. Blumenwolf und noch ein nordisches Dingens. Der Schrottdrache macht die Schrottdecks auch wieder relevant. Okay. Interesting. Ja, gut, Freunde. Dann haben wir mal da ins Deck reingelunzt. Ne? Dann gucken wir uns doch gleich mal das Event an. Wie gesagt, ich war da vorgestern oder so ganz kurz drin und weiß, dass es wieder so ein Würfeldings ist. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal gewürfelt. Hier sieht man sogar die Preise, ne? Hier im Hintergrund. Oh, das wollte ich nicht. So, wir würfeln. Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Okay. Oh, 2 Mal nach vorne. Und schön übersprungen. Und jetzt kommt ein Bossgegner. Nachdem Professor Vipers Duellanten besiegt sind, stellen sich Jaden und seine Freunde ihm selbst. Viper will nach einem Pakt mit einer unbekannten Kreatur seinen Sohn gegen Duellenergie austauschen. Was? Mit seinen Bio-Bändern nutzte Viper die... Das haben wir gar nicht gesehen in Legacy of the Duel List. Sind das irgendwie Nebencharaktere, die im anderen Spiel nie vorkamen? Oder sind das in Duel Links erfundene Charaktere? Oder was ist denn das? Du kannst das Duell gegen Jaden... Was? Durch das Duell gegen Jaden konnte Viper die gesamte Duellenergie absaugen, die er brauchte. Jedes deiner Duelle sollte nur deinen egozentrischen Wunsch befriedigen, die Nummer 1 zu sein. Ah, weil Jaden dabei ist, kriegt man den Dark Rainbow Dragon, ne? Also die Väter in diesem Anime sind alle kacke. Was zum Teufel? Du hast Jaden nicht bezahlen lassen? Was? Damit hast du dir diese Belohnung verdient. Geh zu deinem Sohn. Oh, shit. Bringt er ihn jetzt um? Jetzt bekommt Jaden meinen ganzen Zorn zu spüren. Machen wir einen kleinen Ausflug. Hat er sich gerade in Jubel verwandelt und bringt hier gerade den Typen um, der ihn umbringt? Das ist alles so konfus. Geht es allen gut? Oder eine bessere Frage, wo sind wir? Ich habe diesen Ausflug nicht genehmigt. Das war Crowler, ne? Ja. Ist das ein echtes Monster? Oh, okay, sind sie jetzt in der Welt der Monster, wo die Monster Menschen angreifen können und so? Damn. Okay. Und Cardians ist das neue Solitär, günstiges OTK-Deck, keine SR oder URs. Oh, okay. Du musst die erste Runde machen, damit du die dritte Ungeheuerkarte bekommst. Sternstaub-Deck, die sind interessant. Ich habe schon ein Sternstaub-Deck, aber das ist leider nicht ganz so stark. Im Event bekommt man den exklusiven Skill für Jaden Jubel, mit dem man Superpolymerisation ziehen kann, wenn man 1500 LP oder weniger hat. Ah, okay, schade. Den werde ich dann wohl nicht mehr bekommen können, weil ich zu knapp dran bin, ne? Leider. Hm.
Ich weiß nämlich nicht, wie viele Punkte man da braucht. Da dum bum. Da 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 da. Man sollte Legacy auch nicht benutzen, um den Anime zu verstehen. Ja, das stimmt schon. Aber es war sehr, sehr funny. Das muss man sagen. Also das Let's Play von Legacy of the Duelist war schon sehr lustig. Viper's Sohn starb. Okay. Das ist aus dem Anime und der Anfang von der Yubel-Story. Nein, du musst ein paar Mal Yugi besiegen. Hä? Okay. Unterstützergegenstände. Oh, da vorne ist der Typ. König der Spiele. Ja, mal gucken, wie lange du noch König der Spiele bist, Bruder. Also Desperado, mit Desperado gehen wir hier schon durch, Mann. Das muss man schon sagen. Das Deck macht aber auch Spaß zu spielen. Das ist sehr, sehr cool. So. Schau mal. Sie zerstört sich selbst. Den Gegner auch. Bam, holt Desperado raus. It's fucking insane. Wow, what? LOL! Desperado zerstört einfach Slifer, der Himmelsdrache. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich, Alter. Yugi holt Slifer den Himmelsdrachen raus und Desperado meint einfach so... Bruh. Nope! Gotcha, bitch! Oh Mann, ey. Duellantenchronik. So, das meint er. Nope. Und annihilated den Jungen. Gut, dann würfeln wir. Auf der nächsten Stage kannst du gegen Dark Jesse spielen, okay? Interesting. Man kriegt diese Sammelstücke, um Yugi zu duellieren, relativ schnell. Das heißt, du kannst den Jaden's Skill bekommen, okay? Bekommt man den Skill per Zufall, wenn man Yugi duelliert? Oder nach einer bestimmten Zahl, oder? Hey, dieses Deck ist einfach zu krass, Alter, ich schwör's euch. Es kombiniert alles, was ich krass finde. Cyberdark, Neos und hier, Motherflippin' Desperados, ne? Es ist verdammt insane. So, Unterstützergegenstände. Ah, davon Herausforderungsticket. Gegenstand mit dem König der Spiele. Okay, man muss einfach ein paar Mal den Yugi... Okay, verstehe. Dann würfeln wir. Whoops. Duellantenchronik. Kommen Würfel. Adrian Gecko. Kommt 10 Würfel und einen Schlüssel. So. Marcel. Wer zum Teufel ist Marcel? Wer zum Teufel heißt in Yu-Gi-Oh! GX Marcel, bitte? So, Unterweltdrache. Du musst dreimal Yugi besiegen. Der Skill lohnt sich, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super Polymerisation ist sehr, sehr stark. Ist da, glaube ich, sogar im heutigen TCG noch viable. So, sind wir schon bei Dark Jesse? Ja, jetzt geht's gleich ab, ne? Zack, dann noch ein Zacken. Dann greifen wir an. Holen uns noch eine Neos Fusion auf die Hand. Boop. Warum auch immer er den Zacken irgendwie verdeckt gelegt hat, der Computer. Wäre der Zacken zerstört geworden, hätten wir den Pistolendrachen holen können. Also es ist fucking insane, Freunde. Dieses Deck ist so krank.
Aber maybe nicht mehr, also ich weiß nicht. Maybe wurde das jetzt irgendwie gecountert von Dark Lords oder so. Scheinbar soll ja Dark Lords jetzt das krasseste Deck sein, aber gucken wir mal. Zwei Schritte vorwärts. Boop. Okay. Alright. Ein Schritt. Wir bekommen einen Würfel. Zwei Würfel. So, und jetzt kämpfen wir gegen dieses Ding, ne? Warte mal. Das Ding heißt Marcel? Okay, natürlich Level 40. Ha. Raviel. Raviel, Herr der Phantome. Okay, dann duellieren wir dich mal, Brudi. Das sieht schon krass nach Obelisk aus, ne? Marcel kennst du eigentlich sehr gut. Okay. Superpulli ist eine der, wenn nicht sogar die beste Fusionskarte im TCG. Ja, es gibt ein Monster, das im TCG so einfach mit Superpulli kriegst, mit dem Monster des Gegners. Oh, wow. Wir ziehen! Na, ich tue die Karte wieder aufs Deck. Na, Psych! Got him! Wir schmeißen die auf den Friedhof. Holen uns noch so eine aus dem Deck. Dann, machen wir mal den hier. Und Neos Fusion. Das wäre dann ein Win in der ersten Runde, wenn er nicht krass countert jetzt, ne? Oha. Ja, komm. Ich schmeiß mal einen auf den Friedhof. Ja, das sieht nicht allzu gut aus für dich, Raviel. Herr der Phantome. Oh, 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 Bruder. Mashallah. Ja, das war's dann eigentlich schon, ne? Das war's dann eigentlich schon. Komplett. Bye. Raviel, was war das? Wer zum Teufel ist das eigentlich? Warum ist das Typ? Warum ist der Typ ein Charakter? Warum ist das nicht irgendwie ein Monster? So, Zone abgeschlossen. Kristallsegen. Wow, beste Karte. Useless. Was zum Teufel ist das für einer? Okay, wir würfeln nochmal. Oh, und kommen genau auf das Feld. Aus der anderen Welt zurückgekehrt. Wer zum Teufel? Bronn, verrückter König der finsteren Welt. Wer zum Teufel ist Marcel? Frag ich mich immer noch. Das ist schon verdammt räudig, Digga. Dieses Deck, ich schwör's dir. Boop. Boop. Ey. Das Deck ist einfach keine Ahnung. So, haben wir mittlerweile wieder genug von diesen
Dingern, um Yugi zu holen? Nein, wir brauchen noch drei. Und wir bekommen wieder ein paar Würfel. Zwei, drei, ein paar Münzis, was auch immer die Münzen bringen. Kann es sein, dass man in der Lotterie wieder so Dinger bekommt? Wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Okay. Was gibt's denn eigentlich hier? Lotterie, Belohnungs... Ach, hier kann man auch schon den Regenbogen-Quatschdrachen bekommen. Aha, okay, das für Yugi bekommt man hier nicht. Das ist aber okay. Der ist aus dem finsteren Weltdeck. Verstehe. Hä, ich bin hier gelandet und habe gerade einen Würfel bekommen und jetzt... Okay, Szenenalbum. Ah, das sind die Dingens. Okay. Hier haben wir... Okay, verstehe. Einen Einserwürfel. Ja, wir werden sowieso angehalten werden von dem Typen jetzt. Halt's Maul, Junge! Ist wie Hammond einer der Ungeheuer... Götterkarten. Ungeheuer-Götterkarten? Der Bronn war gerade eine Götterkarte? Bronn hatte im Anime Jadens Freunde getötet, um an die Super-Polymerisationskarte zu kommen. Alter! Also die übertreiben ja massiv gerade, ne? Uff, Bruder! Uff! Zwei Drownings! So, Neos bringt uns gar nichts, leider. Hätte man wahrscheinlich ein bisschen besser spielen können, ne? An der Stelle. Polymerisation, oh Gott. Oh Gott! Okay, jetzt werden wir kassieren. Kann er zweimal angreifen? Nein, kann er nicht. Okay, wir müssen jetzt irgendwas ziehen, Alter. Weg mit dem Dreck, Alter! Weißt du? Nur mal so. Nur mal so. Nur mal ganz kurz. Hätten wir Cyber-Zacken gezogen. Verdeckte Verteidigungsposition. Er hätte mich angegriffen. Das Ding wäre tot gewesen. Ich hätte Pistolendrache rausbekommen. Dasselbe gilt für Klaue und Kanone. Ne? Die zwei Dinger. Was ich auch hätte ziehen können ist, hier. Neos Fusion. Okay, hätten wir einen Neos beschwören können. Was ich auch hätte ziehen können, ist die Spinne. Mit der Spinne hätte ich ein Monster von ihm zerstören können und den Desperado holen können. Also egal, welche Karte ich gezogen hätte, wir hätten auf jeden Fall einen Desperado oder einen Neos rausgebracht, mit dem wir hätten den Cyberdrachen zerstören können. Die einzige Karte, die ich nicht ziehen durfte, weil wir haben schon zwei Kosmozyklone draußen gehabt, die kann man, ne, die habe ich nur zweimal. Die einzige Karte, die mich jetzt zu einer Niederlage hätte führen können, ist Elemental Neos. Und ich gebe den Elemental Neos ins Deck zurück und bekomme den Elemental Neos. GG. God diggity damn, Alter. Geil! Jetzt habe ich einen Würfel verschwendet.